Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review und ich war mal wieder im Kino, beziehungsweise waren wir gestern in Suhl, weil wir uns bei Ricks Café verabredet haben und haben den dicksten Burger der Welt genascht und anschließend waren wir so fett unterwegs, wir haben gesagt, wir können jetzt keinen Meter mehr laufen, bevor wir jetzt heimgehen, lasst uns einfach noch ins Kino setzen, mal spontan gucken, was kommt. Der Plan war ja eigentlich, den neuen Spider-Man-Film zu gucken. Zwei von vier Personen hatten aber keinen Bock drauf. Und dann haben wir gesehen Child's Play. Also im Prinzip Chucky, die Mörderpuppe als Remake, Neuverfilmung, wie auch immer. War gerade im Kino, als ich das gesehen hatte, dass der in diversen Zeitschriften wurde der ja angepriesen, habe ich damals schon gesagt, was, Chucky die Mörderpuppe, den muss ich gucken, das wird richtig genial. Jetzt habe ich gemerkt, wäre ich nicht spontan dort zum Burgeressen gewesen, hätte ich den Film wieder komplett verpasst und hätte mich dann wieder geärgert, was, der war schon im Kino, verdammt, wieso kriege ich denn nichts mit? So ging es mir bei Happy Death Day to You. Bei dem Trailer war ich richtig gehypt und dann gab es ihn schon überall auf DVD und ich habe gedacht, was, wann war der denn im Kino? Jetzt im Nachhinein, nachdem wir gestern im Kino waren, habe ich mir zu Hause nochmal den Trailer angeguckt von Child's Play und muss sagen, der Trailer ist richtig mies, der Trailer ist richtig Schrott. Wenn ich mir den Trailer so angeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, den Film gucke ich nicht, das ist alles richtiger Gulasch. Aber zum Glück habe ich mir den Trailer erst nach dem Film angeguckt, weil ich nochmal so die Zusammenfassung sehen wollte. Bin also so rein, ohne den Trailer zu kennen. Und am Anfang hat man ja vielleicht trotzdem versucht, irgendwie zu vergleichen von den alten Chucky, die Mörderpuppe-Filmen und von dieser Darbietung. Aber ihr solltet vielleicht, wenn ihr ins Kino geht, zu Child's Play einfach mal alles ablegen, jeglichen Gedanken, jeglichen Vergleich und den Film als eigenständigen Horrorfilm einfach auf euch zukommen lassen, dann habt ihr bestimmt mehr Freude dran. Wie ihr alle wisst, normal im ersten Teil von Chucky geht es ja um diesen Serienkiller, Massenmörder, Frauenmörder, der da in dieses Lagerhaus flüchtet und kurz bevor er dann krepiert, weil er angeschossen wurde und da verblutet, hat er eine Puppe mit einem Voodoo-Zauber verflucht und seine Seele ist dann in diese Puppe eingestiegen und fortan hat er auch versucht, wieder aus der Puppe rauszukommen und in den Jungen einzudringen. Klingt schon richtig pervers, aber diesmal war es anders, denn Chucky war keine normale Puppe. Chucky war im Prinzip wie ein Roboter, ein kleiner Cyborg. Da hat so viel Technologie drin gesteckt und es ging um einen frustrierten Mitarbeiter, der also in seiner Fabrik gesessen hat, wo die Puppen in Massenabfertigung da angefertigt wurden. Der wurde da wie Dreck behandelt, dem hat man nur Schlechtes mitgegeben und so hat er dann einfach mal den Computerchip, der in die Puppe kommt, umprogrammiert, hat alle Sicherheitssperren rausgenommen, hat die Gewaltreduktion aufgehoben und so wusste man, wenn er den Chip einsetzt, die Puppe wird richtig böse und stellt nur Mist an. Nachdem er den Chip eingesetzt hat, hat er sich dann auch schon vom Gebäude gestürzt, ist auf das Auto draußen geknallt, war tot. Also der wusste eh, nach dem Job hier kommt er zurück auf die Straße, alles ist vorbei. Also hat er gedacht, bevor ich ja von der Welt gehe, mache ich noch was richtig Brutales und hinterlasse ein Zeichen. Und bevor das auf ihn zurückkommt, hat er sich lieber selbst ausradiert. War schon richtig krass am Anfang, so in den Film einzusteigen und ja, das war auch das Besondere. Dann habt ihr sehr schnell da die Mutter kennengelernt und den Sohn, der die Puppe geschenkt bekommen hat und den ekelhaften Freund von der Mutter, wenn man ihn so bezeichnen will. Und es ist schon relativ schnell klar geworden, das sind ein paar sehr interessante Charaktere da. Leute, mit denen du harmonierst, Leute, die dich imponieren, Leute, die dich richtig abfacken und die du richtig dumm findest auch. Und ich fand auch den Jungen als Schauspieler richtig genial, hat Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Der hatte ja diese Rolle als Außenseiter, der mit keinem was zu tun hatte, der dann die Puppe bekommen hat, ist auch richtig dumm fand, weil das ja nur was für kleine Babys ist und Kinder. Aber er hat sich relativ schnell natürlich mit Chucky angefreundet. Aber da der eben diesen bösen Chip hatte, hat er immer mal ist eine Sicherung durchgebrannt. Und auch als ich Chucky das erste Mal so gesehen habe in der Fabrik, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ich habe nur diese alte Puppe in Erinnerung, die war richtig brutal. Und das jetzt mit diesen großen Glubschaugen und diesen leuchtend blauen Augen und sah einfach nicht so gruselig und brutal aus wie die alte Chucky-Puppe, meiner Meinung nach kurzer Zeit.
hat man dieser Puppe aber trotzdem was abgewonnen. Gerade eben diese großen Glubschaugen und die Mimik. Der Film war richtig gut aufgebaut. Der hat auch viele lustige Szenen da drin gehabt, dass man wirklich so sich mit der Puppe anfreundet und dem Jungen und der Situation. Das wurde alles sehr sympathisch dargestellt, sagen wir mal. Und dann waren auch schon die ersten Anzeichen zu sehen. Da hat er auch immer so eine Kamera gehabt und alles aufgenommen und alles, was geredet wurde, aufgenommen. Das war halt wirklich so ein Hightech-Produkt, was eben den Film auch von den alten Chucky-Filmen unterscheidet. Und als erste Gefahren da waren und man gesehen hat, okay, der Junge hat Probleme, der Junge, der ist traurig, wollte Chucky natürlich immer, dass der Junge glücklich ist und wollte alles dafür tun, dass er glücklich wird und hat dabei auch Grenzen überschritten, hat Leute verletzt, hat Tiere gequält, bis es dann auch dazu kam, dass jemand gestorben ist. Und da ist mir auch aufgefallen, der Film war zwar ab 16, aber da waren so brutale Szenen dabei, die so deftig inszeniert waren. Das hat mir richtig gut gefallen. Bei anderen Filmen geht man rein ab 18, da passiert einfach gar nichts, alles wird rausgeschnitten. Da habt ihr einen Film gehabt trotzdem, der meiner Meinung nach alles geboten hat. Ich will gar nicht so viel weiter verraten. Ich muss nur sagen, ich war so positiv überrascht. Ich bin gleich heim, habe mir den auch gleich vorbestellt. Bei Friedhof der Kuscheltiere zum Beispiel war es anders. Da fand ich die alten Filme richtig genial. Die hatten gute Schauspieler, die hatten das gewisse Extra, diesen alten Charme dieser Horrorfilme. Und als ich dann die Neuverfilmung im Kino gesehen habe, war der Film zu Ende und ich habe mir gedacht, okay, was war das jetzt? Also, da war ich wirklich extrem enttäuscht, obwohl ich da vom Trailer so gehypt war. Aber das war nur alles neu aufgepauscht, aber gar nicht so tiefgründig und gruselig, wie ich das erwartet hatte. Bei Chucky eben komplett anders. Du gehst da rein, das war ja auch von den S-Machern, von Stephen King's S, die Neuverfilmung. Die fand ich auch richtig genial, richtig brutal, richtig gut in Szene gesetzt, auch mit den ganzen Charakteren und Schauspielern. Das jetzt eben auch von den S-Machern. Obwohl, man kann schon darauf hinweisen, bald kommt ja auch S2 im Kino, da freue ich mich auch schon riesig. Aber zurück da, das war also auch von den Produzenten oder den Machern von von der Neuauflage von S, und das hat man im Film auch angesehen. Der hat wirklich auch so eine tolle Ebene an Charakteren und Schauspielern gehabt. Der hat eben diese Schockmomente gehabt. Er hat diese splatterigen Szenen gehabt, trotz 16er Version. Das sah richtig cool aus, richtig brutal. Gleichzeitig hat er auch diese humorvolle Art und Weise gehabt, immer wieder irgendwelche Gags einzubringen. Das ist für Tupac, sag ich nur. Und der Film hat dich immer wieder überrascht, immer wieder positiv, immer wieder zum Lachen gebracht. Irgendwie gleich aber auch der hat sich alles im Magen rumgedreht, bei manchen Szenen, sage ich mal. Hätte ich nicht erwartet, habe ich nicht gedacht, fand ich aber richtig genial. Also, wer die alten Chucky, die Mörderpuppe-Filme kennt, gebt dem Film eine Chance, geht mal rein, hört auf zu vergleichen, lasst den mal als eigenständigen Horrorfilm auf euch zukommen. Oder Leute, die die Filme gar nicht kennen, guckt euch trotzdem mal den an und guckt einen richtig guten Horrorfilm mit einer richtig tollen Story, mit richtig tollen Charakteren, Bildern, Darstellungen. Da hat wirklich alles gepasst. Der Film wurde auch nicht langweilig, fand ich. Ich war bestens unterhalten. Alle waren begeistert, die dabei waren. Und jetzt also die Frage an euch, habt ihr den Film auch schon geguckt? Gerade auch der Polizist, der Schwarze, sage ich mal, der war auch richtig cool, der immer seine Mutter besucht hat da zum Essen. Oder auch die Szene dann mit dem Geschenk für die Mutter des Polizisten, das war einfach so genial und da sind solche Situationen aufgetreten. Also, das war wirklich ein richtig genialer Film, ich sag's nochmal. Habt ihr den auch schon gesehen oder habt ihr noch vor, den zu schauen? Dann schreibt's mal in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu? Ich bin begeistert, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.